Was braucht es für professionelle Vocals, egal ob Rap oder Gesang? Ist doch klar, wirst du sagen. Super Mikro, super Preamp, super Plugins, dann sollte doch eigentlich nichts schief gehen, oder? Wetten das doch? Also, dass es doch noch jede Menge drumherum gibt? Sogenannte Soft Skills, also nichts mit Hardware oder Software. Und so viel darf ich dir schon verraten. Wenn die Soft Skills stimmen, dann kannst du echte Pro-Vocals auch mit einem SM58 direkt ins Audio-Interface aufnehmen. Und wie du da hinkommst, das verrate ich dir in deinem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest, in diesem Adventskalender erscheint bis Weihnachten jeden Tag ein neues Video hier in deinem Recording-Blog. Eine Dosis Wohlfühlwissen direkt aus dem Bereich Musik aufnehmen, abmischen, produzieren und das Ganze am besten noch zu Hause in deinem eigenen kleinen oder auch großen Tonstudio. Und bevor ich es vergesse, im Rahmen des Adventskalenders gibt es wie jedes Jahr natürlich auch etwas zu gewinnen. Dieses Mal handelt es sich unter anderem um diese Mikrofone, diese Luit LCT-140R. Es gibt aber auch 3 Lizenzen für das Plugin Gain Aim von Noiseworks, das ich hier oben schon mal für dich getestet habe. Und wie auch im letzten Jahr eine Premium-Mitgliedschaft im Recording-Blog-Premium-Bereich. Quasi geballtes Wissen to go, gebündelt mit einer coolen Gemeinschaft von Gleichgesinnten nach dem Motto You never mix alone. Wie kannst du teilnehmen? Schreib einfach einen Kommentar unter dieses oder für bessere Gewinnchancen vielleicht unter jedes von diesen Adventskalender-Videos. Gib den Videos noch einen Daumen nach oben und schon bist du mit dabei. Viel Erfolg und jetzt zum eigentlichen Thema. Für einen professionellen Vocal Sound braucht es neben einer funktionierenden Technik, also funktionieren, nicht zwingend hochpreisig, ne, das ist wichtig. Also neben einer funktionierenden Technik und motivierten und talentierten Künstlern noch eine ganze Menge mehr, was weitgehend in unseren Bereich, also den Bereich des Aufnahme- und Mixbeauftragten fällt. Hier mal die aus meiner Sicht wichtigsten 5 in chronologischer Reihenfolge. Vorproduktion. Gemeint damit ist die Vorbereitung von dem, was eigentlich aufgenommen werden soll. Also steht der Text, steht die Melodie, sind Rap oder Gesang rhythmisch sauber gesetzt und ist das Vocal-Arrangement soweit komplett abgeschlossen. Klingt banal, aber nix ist schlimmer, als wenn man sich für eine finale Aufnahme trifft, also Zeit nimmt und dann findet vor dem Mikro nur Murks statt, weil der Text nicht steht und die gesamte Performance nicht sitzt. Das Hauptaugenmerk liegt nämlich dann nicht auf der Performance vor dem Mikro, sondern auf Textproblemen, rhythmischen Problemen oder sonstigen, was total unbefriedigend, wenn nicht sogar frustrierend sein kann. Unbedingt vermeiden. Vor der Aufnahme. Hier geht es jetzt mehr um die eigentliche Aufnahmesituation. Erste Frage, ist der Aufnahmeraum bereits vor der abgemachten Uhrzeit technisch soweit vorbereitet? 15 Uhr aufnehmen heißt ja nicht 15 Uhr da sein und dann schauen wir mal, sondern 15 Uhr aufnehmen bedeutet, aufnahmebereit oder zumindest so weit vorbereitet zu sein, dass die Stimme bei den restlichen Vorbereitungen schon mal warm gemacht werden kann. Dazu gehört natürlich auch, ist das Mikrofon eingepegelt und funktionstüchtig? Stichwort Phantomspeisung. Liegt der Kopfhörer bereit und ist der Kopfhörermix schon soweit einsatzbereit oder zumindest grob vorbereitet? Es sollte auch immer darum gehen, dass Sänger, Sängerin sich bei der Aufnahme bestmöglich wohlfühlen und nicht abgelenkt werden. Dazu gehört natürlich übrigens auch ein Glas stilles Wasser in der Nähe vom Mikrofon, bei Bedarf ein Notenständer für den Text und Kleinigkeiten, fast schon Banalitäten, wie ausreichend langes Kopfhörer. Kabel oder so ein kleiner Halter für den Kopfhörer, damit man zwischen den Takes immer weiß, wo man den Kopfhörer hinlegt und damit er nicht einfach nur rumfliegt. Die Aufnahme. Der Recording Engineer ist heutzutage für die technische Seite der Aufnahme, aber auch für die Beurteilung der Performance vor dem Mikrofon verantwortlich. Mit anderen Worten, technisch sollte natürlich sichergestellt sein, dass immer mit dem passenden Pegel und ohne ungewollte Übersteuerung aufgenommen wird. Dass der Kopfhörermix immer wunschgemäß angepasst wird, hier ruhig mal zwischendurch nachfragen, ob immer noch alles in Ordnung ist. Und natürlich, dass die Vocals auch schon beim Aufnehmen im Ohr vom Singenden oder von der Singenden wie die Vocals aus einem Welthit klingen. Denn wer sich fühlt, als wenn er einen Welthit einsingt, performt einfach besser, selbstbewusster und insgesamt mit mehr Energie, die man dann hinterher auch in der Aufnahme hören kann. Gleichzeitig ist der Recording Engineer bei der Aufnahme auch Psychologe, Vocal Coach und Produzent. Das heißt, eine ehrliche, zielführende Kritik an jedem Take und die Lenkung der gesamten Aufnahme, um das Bestmögliche, die bestmögliche Performance herauszukitzeln, das ist allein schon ein eigenständiger Job, der viel Musikalität, Fingerspitzengefühl und vor allem Geduld erfordert. Auch Erfahrung, aber lass dich von der Erfahrung nicht abhalten, denn die hat man am Anfang vielleicht nicht, die kann man sich aber erarbeiten. Also dranbleiben, Übung macht den Meister. Editieren.
Ja, ich weiß, das gehört auch dazu. Ich weiß auch, dass das nicht sexy klingt, aber Comping, also das Zusammenstellen der bestmöglichen Teile einer Aufnahmesession zu dem einen perfekten Take, das gehört halt auch genauso dazu wie die Beseitigung von Störgeräuschen oder von unpassenden Atemgeräuschen. Aber bitte nicht alle Atmer rausschneiden. Jemand, der nicht atmet, der klingt unbewusst befremdlich. Aber es gehört auch dazu, heutzutage Tuning und kleinere rhythmische Korrekturen vorzunehmen, um wirklich den einen perfekten Take hinzubekommen. Und um den geht's ja auch, wenn du den Anspruch Profi-Vocals hast. Wenn du nur eine Proberaumaufnahme machen willst, kein Problem, kannst du gerne machen. Aber wenn es um Profi-Vocals geht, dann muss man halt auch mal die letzte Meile gehen, auch wenn es ein bisschen nervt und auch zeitraubend ist. Das Ergebnis wird es dir danken und glückliche Künstler erst recht. Der Mix. Und zu guter Letzt der Mix. Und du siehst, es ist eben nur ein kleiner Teil von mal eben professionelle Vocals aufnehmen. Und wenn du in den vorangegangenen Punkten schon eine Menge richtig gemacht hast, dann sollte der Mix eigentlich auch wie von selbst gehen. Du hast ein top vorbereitetes Talent. Du hast eine perfekte Aufnahme. Du hast sauber aufgenommene und editierte Vocals. Und dann kommt der Mix eben wie von selbst zustande. Und wie ich meine Vocals mische, das siehst du nicht nur jeden Monat in einem neuen, ausführlichen Mix-Tutorial in meinem Premium-Bereich vom Recording-Blog. Auch in diesem Video zeige ich dir meine Schritte. Und wenn du magst, sehen wir uns dann da gleich wieder. Bis dahin, mach's gut und Yassou!